Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2. Das letzte Mal haben wir jede Menge gesehen und ja, gemerkt, dass wir scheiße ausgerüstet sind. Egal. Bewegen wir uns mal weiter. Aha. Sieht nach Duschen aus, weil hier tropft überall Wasser von der Decke. Das waren doch Duschen hier, oder? Irgendwie sowas. Ja, ich glaube, das sollen Duschen sein. Eine Gruppendusche. Ja, das sind Duschen. Seltsame Duschen. Was? Achso. Was zum Geier ist das? Was zum Henker? Ja, genau das. Soundeinstellungen. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen nachgeguckt. Das scheint okay zu sein, finde ich. Im Dead Space 1 habe ich ja bis zum Ende des Spiels eigentlich immer wieder so ein bisschen daran rumgeschraubt und das hat nichts gebracht. Das gefiel mir am Ende immer noch nicht. So. Das hier finde ich ein bisschen komisch, weil, okay, wir sind CEC-Mechaniker, das wüssten wir ja schon. Aber wir wurden nicht aus dem System geworfen, obwohl wir in der Klapse waren. Klingt ein bisschen komisch. Und solche Gänge, ich hatte, als ich das erste Mal gespielt habe, solche Panik, dass ich in solchen Gängen gegen Necromorphs kämpfen muss. Aber ich kann nicht mal schießen hier drin oder schlagen. Ich kann gar nichts. Und da war doch auch schon ein Necromorph. Sehr vertrauenserweckend, wie ich finde. Ja, man kann hier drin nicht kämpfen. Das Erste, was man sieht, ist ein Necromorph. Na toll. Und das sieht irgendwie nach einer Sackgasse aus da vorne. Nicht wahr? Das ist immer ein Ausgang. Und wenn er nach unten führt. Gut, wir haben immer noch wenig Leben. Isaac, was ist passiert? Sind Sie okay? Warum helfen Sie mir? Wenn Titan endlich findet, werden noch mehr Menschen sterben. Mich eingeschlossen. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. Telekinetische chirurgische Bindung aktiv, ja. Chinese, kennen wir doch schon. Klauen wir uns einfach mal ein Chinese-Modul. Einfach rausreißen, heißt es zumindest nicht. Genau, so muss es sein. Chinese-Modul. Wir haben Chinese. So, jetzt können wir hier solche Dinger nehmen. Und wieder in den Boden schießen. Als Waffe. Der erste Necromorph, auf den wir bekämpfen müssen. Bin ich noch niemand! Und den dazu. So. Credits. Immer gut. Die bleiben hier echt an der Wand hängen. Das finde ich übel. Die Speere oder wie auch immer ich der Sensor steckt ja noch in denen drin. Brutal das Spiel, was man auch an dem Blut hier gut erkennen kann. Wir hätten auch die Seite kaputt machen können, aber es war mir völlig egal. Wir können wieder Leichen zerfleddern und ja, Totenruhe, eigentlich sollte man Respekt davor haben, aber ey, in diesem Spiel. Wer in diesem Spiel hier Respekt vor der Totenruhe hat, der ist tot. Zumindest relativ sicher. Medipack ist nie verkehrt. Ja, hab ich's doch schon benutzt. So. Und, war das der Fahrstuhl, wo es wieder dunkel wurde? Nein, ich weiß nicht. Ich meine, es gab nämlich noch einen Fahrstuhl, wo es dunkel wurde. Was war das? Ist doch wieder... ins Bein. Schnell, gehen wir noch rein. Ich bin, ganz ehrlich, Dead Space ist jetzt... Ich bin jetzt nicht unbedingt so anfällig für diese Art des Horrors. Aber, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist Gegner zu haben, ohne eine Waffe zu haben. Komm schon. Scheiße. Ich laufe mal vor dir weg, Necromorph. Ich kann nicht mehr da rumlaufen. Nein! Nein! Oh Mann! Scheiße! Zweimal daneben geschlagen. Geschossen, oder? Sowas hätte auch schwer schon blöd enden können. Geld ist nie verkehrt. Aber ja, wir können natürlich auch noch die Klingen aus den Leichen herausziehen. Das haben wir ja schon im ersten Teil gemacht. Und irgendwie hätte ich gerade damit eigentlich... Oh, da unten waren wir gerade. Komm, geh mal her, so Teil. Dankeschön, ich will die Fenster kaputt machen. Randale! Ist mir so scheißegal, weil diese Station ist am Ende. Oh. Geld.
noch mehr Geld. Wir können uns auch einen Leuchtpfad stecken, so im Boden. Ich mache mich lieber vom Acker. So. Oh, das sieht man an. Das sieht schon so halb mutiert aus. Der ist auch schon halb mutiert. Bist du aber tot, oder? Bist du. Okay. Ich habe den Kopf abgeschlagen. Welcher Mensch kann mit bloßer Muskelkraft den Kopf abschlagen? Wirklich mit dem einzelnen Schlag? Oh Gott! Ich bin ganz allein hier drin! Oh Gott! Ich bin ganz allein hier drin! Bist du nicht? So helfen Sie mir doch bitte! Ja, ja, ich komm schon. Chirurgischer Gewebebeschnitt. Beruhigen Sie sich, ich schneide Sie da raus. Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasmakutter? Oh Gott! Scheiße! Was zum Henker machen Sie da? Hilfe! Ich versuch's ja! Hilfe! Ich bin ja schon dabei! Unser Plasmakutter! Moni, da habe ich doch schon. So, das war gerade mit neuem Design und neuer Nachladeanimation. Gefällt mir persönlich sehr gut. Und Moni. So, ich muss mal zeigen. So, lädt er nach. Sieht echt gut aus, finde ich. So, in dem ersten Teil war es ja ein bisschen anders. Können wir auch schon mal drehen. So, benutze ich dann lieber. Zu den Waffen vielleicht schon mal. Ich werde es, glaube ich, wie beim letzten Mal machen, dass ich, Dana hier. Die Kreaturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich habe darin Übung. Versuchen Sie einfach zu überleben. Danke. Ich denke, ich werde es wie beim letzten Mal. Ich weiß noch nicht genau. Ich denke, ich werde aber mit Plasmakanonen und Strahlenkanonen arbeiten. Meiner nach immer noch die besten Waffen. Gut. Zum Plasma-Cutter muss ich sowieso noch was sagen. Das kommt allerdings erst bald. Also eigentlich haben wir noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem, es gibt in diesem Spiel, weil meiner Version war irgendwie so, von, warte, wer war das nochmal? EA? Genau, so ein Bonus dabei, dass es einen general überholten Plasma-Cutter gibt. Also der ist irgendwie automatisch dabei. Ich habe keine Ahnung, wo der Unterschied zwischen den beiden liegt, abgesehen vom Aussehen. Wir haben ja den hier, der durchaus anders aussieht als der, den wir letztes Mal hatten, weil es eine veränderte Taschenlampe ist. Da ist jetzt hier so ein Plasma-Cutter-Teil dran gebaut. Und der general überholte Plasma-Cutter, tja, der sieht halt so aus wie der aus der SPS-1. Ich denke, ich werde den hier benutzen, den ich jetzt habe, weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht, worin der Unterschied besteht. Und dann möchte ich doch mal der Optik halber auch den neuen nehmen. So, ja, meine Waffe, das finde ich. Was zum Henker war das? Nur die Löschanlage? Ich wusste, dass es nicht alles sein kann. Wow. Kann noch laufen. Ja, ich weiß, dass es theoretisch nützlich ist, auf die Arme zu schießen, weil wenn die Rhythmus keine Arme mehr haben, sterben sie, glaube ich, sowieso. Aber ich schieße immer eher auf die Beine, weil es verschwendet zwar etwas mehr Munition, aber ganz ehrlich, ich fühle mich sicherer, wenn die Viecher langsamer sind. Schimpft mich ein Noob, wenn ihr wollt, das ist mir auch scheißegal. Oh, Moni. Was haben wir hier noch Schönes? Mittleres Medipack. Brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt, aber ich nehme es natürlich mit. Ich habe wieder begrenztes Inventar. Natürlich, wie sollte es auch sonst sein? Das war alles. Kann ich einfach mal zeigen, unser Inventar. So, das ist so wenig. Aber wir sehen schon, es gibt natürlich mehr mögliches Inventar. Anzug, Patient, ja, unser Zwangsjacke. Es gibt hier verschiedene Anzüge auch wieder. Da oben rechts steht so was, wer es nicht gesehen hat. So, gehen wir mal hier rein. Muni, mehr Muni. Ich habe doch längst schon einmal nachgeladen. Und
diesem Zimmer hier scheint nicht viel passiert zu sein. Sind das Blutkonserven? Nee, keine Ahnung, was das ist. Ja, ich habe kapiert, dass ich auf die Arme reinschießen muss. Wie gesagt, ich glaube besonders auf die Arme. Geld, 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 das ist gut. Wir brauchen Geld. Mal sehen, wo müssen wir lang? Da runter. Dann gehe ich doch natürlich erstmal hier rein. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas für mich. Ja, da ist ein Schrank. Und? Das ist ein Medipack? Das ist ein Medipack. Sicherheitshalber immer auf die Leichen drauf treten. Ich fühle mich dabei sicherer. Ich fühle mich vielleicht nicht gerade besser, aber ich fühle mich sicherer. Das muss reichen. Hier ist richtig, oder? Ja. You're sure to cast a spell. Toll. Was ist hier los? Isaac, kommen Sie! Die sind hinter uns her! Warten Sie! Wer denn? Wer ist hinter uns her? Wer war das denn? Den haben wir doch schon mal gesehen. So, jetzt muss ich mir wieder gucken. Lena, Ihre Scheißroute war falsch. Da ist eine Sicherheitsabregelung. Sie sollten sich beeilen. Die könnten Sie verpassen. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Gut. Mal sehen, wie weit Sie ohne mich kommen. Nee, komm aufs Kommen natürlich an. Ey, das ist nicht fair, das ist nicht fair. Scheiße, nee, komm auf. Hier stehe ich ein bisschen beschissen, kann das sein? Wie so zu sein, dass sie bei den Armen sofort sterben. Ich weiß nicht, wie das später ist. Später Nikomovs gibt die das auch überleben. Aber theoretisch können sie mich dann ja nicht mehr angreifen, ne? Dana! Dana! Okay, Sie haben recht. Ich brauche Ihre Hilfe doch. Reden Sie mit mir. Hören Sie, Isaac. Wir müssen keine Freunde werden. Aber wir stecken da zusammen drin. Kite Man ist Ihr Feind, nicht ich. Okay, ich habe eine neue Route für Sie gefunden. Gut. Wo zum Henker bin ich also? Wie konnte es zu einem weiteren Ausbruch kommen? Sie sind auf der Titanstation, die den Saturn umkreist. Wegen des Ausbruchs. Scheiße! Kite Man stört mein Gesicht! Ja? Nie und gab's nicht hier schon? Genau, unser erster Log, ein Textlog. Hier werde ich doch mal wieder gepflegt vorlesen. Zu Händen Rezeption. Bitte überweisen Sie alle registrierten Personen, die sich über Angstsymptome und oder psychologische Probleme beklagen, an die anderen Krankenhäuser in der Gegend. Wir sind ausgebucht und haben kaum noch stimmungsauffällende Medikamente. Nach den jüngsten CEC-Entlassungen und der zunehmenden Spannung zwischen Unitology und EarthGov war ich davon ausgegangen, dass dies sei der Höhepunkt. Aber diese neue Welle ist etwas völlig anderes. Dr. Brian Elfers, Psychologieabteilung. Ja. Wir gehen einfach mal weiter. So, als wäre nichts gewesen. Was wollen wir eigentlich tun? Wir wollen ja einfach nur wieder raus. Dana sagt, wir sollen zu ihr gehen, okay. Was war das? Ich mag Geräusche nicht. Es sei denn, es ist so ein Geräusch, was mir einfach mal sagt, du wirst leben. War da gerade ein Arm drunter? Ich habe nicht aufgepasst. Naja. Speichern? Ich nehme jede Speicherstation mit. Denke ich zumindest mal. Gut. Immer noch Kapitel 1, aber bald sollten wir Kapitel 2 erreichen. Triageraum, oder wie auch immer man das aussprechen soll. Stasebetten im Betrieb. Oh, das hier ist lustig. Weil an dieser Stelle ist es eigentlich völlig egal. Man könnte hier wahrscheinlich mit der Ausrüstung vom Ende des Spiels schnell. An dieser Stelle gibt es gleich eine Möglichkeit zu sterben. Völlig egal, wie stark man ist. Das ist ein One-Hit, wenn man so will. Das müsst ihr euch mal reinziehen gleich. Textlog erstmal. Wartungsbericht. Irgendeine Nummer. Stasebett. So und so viel. Tachioneneinheit ersetzt. Emitter-Array. Entmagnetisiert, Heisenberg-Gabeln kalibriert,
Induktionsspule zündet immer noch nicht richtig. Taste auf defekte Matrix. Habe Bescheid gegeben, dass nächster Termin abgesagt werden muss, da die Reparatur den ganzen Tag dauern wird. Ja. Um es kurz zu machen, irgendeine Stahlseinheit ist kaputt. Hier hinten wollen wir da durch. Nehmen wir erstmal die Tür auf. Durch. Tür zu. Ja. Diese Tür wird sich für uns nicht öffnen. Stasebetten. Tja. Hier wird was ausgebaut. Wir können hacken. Genau, was Neues wird hacken. Eisdeck, jetzt müssen nicht nur Mechaniker, sondern auch noch Hacker. Musst du bei diesen hier erinnern, musst du diesen. Hier ist jetzt dieser Necromorph. Der muss verlangsamt werden und erst dann kann man anschießen. Ich hab's schon mal probiert mit einem neuen Spiel halt hier, also neues Spiel Plus, so wie es heißt, wo man ja die Ausrüstung vom letzten Spiel schon übernimmt. Habe ich probiert, ihn mit der mit einem voll aufgerüsteten Plasmakanal zu töten. Nein, er hat mich noch erreicht. Du musst ihn in Stase versetzen, ansonsten geht das nicht. Einmal Stase drauf und durch. Also auch wenn der Plasma-Cutter maximale Stärke und was weiß ich nur alles hat, man wird hier sterben, wenn man ihn nicht in Stase versetzt. Und das ist ja schon was Neues. So, die Necromorph-Arten gab es im ersten Teil ja verschiedene. Wir haben bisher nur Slasher gesehen. Das ist eine andere Art. Sie nennt sich Puker. Ich habe mich dann mal ein bisschen drüber schlau gemacht. Wie die alle heißen. Sie heißt Puker und spuckt mit Säure. Also sie spucken auch tatsächlich Säurebälle in unsere Richtung, wenn sie es schaffen. Darum schieße ich gerne in den Kopf. Das funktioniert ganz gut. So sehen die Verletzungen davon aus. Heftig. Und ich finde Puker echt widerliche Wesen. Dann guckt sie euch an. Der Oberkörper mit Säure selbst schon überzogen. Die Beine sind zu einem zusammengeschmolzen. Aus den Organen hat sich ein neues Bein gebildet. So wird es auch auf der Internetseite beschrieben. Passt wirklich gut. Und naja, Säure, ein widerlicher Tod, wie ich finde. Kann auch eigentlich kein angenehmer Tod sein, weil man ja zu Tode geätzt wird. Das dauert eine Weile, ist sehr schmerzhaft. Also ich kann mir das nicht schön vorstellen. Ein Energieknoten, nehme ich doch gerne mit. Das ist meine Energie, auch immer gut. Ich muss mal gucken, ob ich mich an alle Necromorph-Namen erinnere. Es gibt nämlich mehr als genug davon. Der Aufzug? Ich glaube, dieser Aufzug war was Besonderes. Oder? Na nee, den Aufzug nicht, sondern im Kopf hat der Kampf später. Aber er ist trotzdem was anderes. Was zum Geier? Ein Lied und... Ja, was war das? Wir haben ja schon... letztes Mal was gehört, von wegen hier Isaacs Verstand ist nicht mehr so ganz in Ordnung. Die Luftballons übrigens. So, jetzt sind sie weg. Sollte man in schwierigeren Modi als normal auch definitiv nicht machen, weil dann, das wäre zu große Munitionsverschwendung. Hier kam akzeptabel, sag ich mal. Ich habe genug Munition. Textblock. Was haben wir diesmal? Chairman Donovan, Chairman Donovan, hier spricht Dr. Brooks. Ich habe es schon oft gesagt, werde aber nicht müde, es zu wiederholen. Mir missfällt diese Heimlichtuerei um die neuen Labore, die in der Psychiatrie eingerichtet wurden. Sie sind jetzt 3 Jahre dort und wir haben keine Ahnung, was da vor sich geht. Eine solche Geheimhaltung ist in einer offenen, freien Gesellschaft fehl am Platz. Ihre Netzwerke sind so gut abgeschirmt, dass wir nicht einmal wissen, ob sie welche haben. Geschweige denn nachsehen können, ob direkt vor unseren Nasen etwas Unethisches geschieht. Und ich sehe gerade, unsere Stase lädt sich automatisch wieder auf. Wusste ich gar nicht mehr. Gut zu wissen. Wenn wir nicht bald Informationen erhalten, werde ich zu Tightman gehen und auf eine formelle Prüfung der Angelegenheit bestehen. Brooks Ende. Ja, auf der Psychiatrie wurde rumexperimentiert, wenn man so will. Unter anderem mit Isaac. Da müssen wir lang. Ja, da müssen wir lang. Ja, es... Also Isaac war wohl Teil eines Experiments auf der Psychologiestation. Ja, so ein Psycho ist er ja, könnte man schon sagen. Wenn er schon... Ups. Ja, was passiert übrigens, wenn man im Weltall ein Fenster kaputt macht?
Alles wird nach außen gesaugt, wegen Vakuum und so. Das kann man sich übrigens so merken, weil sowas passiert durchaus nochmal. Also auf das rote Dreieck schießen, dann würden wir überleben, könnte man sagen. Ah, und es ist soweit. Wow! Ich habe erst gesehen, als ich mal geschossen habe. Sorry. Aber ich hätte damit rechnen müssen, dass er auch nicht so kaputt ist. Die üblichen Energieknotenschränke. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir jetzt schon? 3, 4? Vielleicht auch das hier, was ich hier bei meinem Kollegen gesehen habe. Wenn man. Das mache ich erst im nächsten Part. Trotzdem, das erzähle ich noch zu Ende. Wenn man im neuen Spiel Plus hier ist, liegt hier wohl noch ein anderer Anzug. Zumindest bei der PS3-Version von Uber, das so. Ich weiß es nicht. Bei mir liegt hier. Hat hier noch nie was gelegen. Also. Ich weiß nicht, ob es diesen Anzug jetzt vielleicht bei der PC-Version auch nicht gibt oder so, aber. Bei der PS3-Version soll es ihn wohl geben. Egal. Speichern und das war's dann für heute. Das nächste Mal können wir dann da vorne den Shop erkunden. Vorher möchte ich allerdings was ausprobieren. Dazu beim nächsten Mal. Ich bin gespannt. Ich ahne, was passiert, aber trotzdem. Bis zum nächsten Mal. Ciao.